Eine Dessertwüste, ja, da würde ich auch hungrig werden. Können wir mal gucken, was die Dessertwüste so tut, ne? Diese Felsbrocken sind im Weg. Etwas Großes wird sie zerschlagen, ja, gerne doch. Neustart. Okay, also wir haben verschiedene Wege. Wir müssen fett werden. Okay, ich hab's ja. Ja. Wenn wir sterben, wird uns aber auch wieder Essen abgezogen. Das finde ich ein bisschen frech. Deswegen wird sich da der Neustart. Gott. Das gibt nämlich genau 75 Essen. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne?
weiß nicht, wie viele ich habe, ey. Ich hab so Angst, ne? Das ist ja viel einfacher als ich dachte. Da müssen wir den Glück ja auch unnötig kompliziert machen, ne? Ja gut, bitte, hier wäre es mir klar geworden, dass ich überrollen kann, weil... Noch ein Zugangsterminal. Lass uns wieder hacken. Lass mich raten. Foto ist wieder aufgetaucht. Nö, nicht. Scheinbar nicht. Nö, nicht. Mann, ich hab eine Hälfte bekommen. Alles klar, wir haben Amelos Aufenthaltsort lokalisiert. Lass uns gehen. Ach ja, wir haben auch herausgefunden, dass das Gegenmittel nicht funktioniert. Es sei denn, Amelo ist bewusstlos. Also musst du es in einmal... Oh Mann! Übrigens, nach diesem Level musst du eine Diät halten. Nee, muss ich gar nicht. Aber jetzt, wenn ich wieder kleiner bin, ist es doch viel einfacher.
Fuß. Ich hab irgendwo einen übersehen, das ist natürlich auch gut, ne? So, einen einzigen übersehen. Mann! Als finde ich, sind es ein bisschen unkreativ geworden, was die Minen da umgehen müssen. Aber das ist jetzt eigentlich genau der gleiche Minen zu geben. Aber wir haben Gold. Das nehme ich auf jeden Fall. Unser Laden hat einen neuen Artikel, ja. Schaut in der Kreaturen-Ecke vorbei, um das Level zu spielen. Ich muss nur meinen Bruder bekämpfen, bis er geschlagen ist und wir dieses Gegenmittel verwenden können. Du wirst gerettet werden, Amelo. Wir haben endlich die Verschlüsselung. Es ist ein Zeichen für unsere Dankbarkeit. Ach so, okay. Ich muss Danke sagen. Okay, ich verstehe schon. Ich euch auch. Dafür, dass ich das Level jetzt spielen darf. Crazy, yeah. Okay, das ist nicht so einfach, das Level, weil das mit dem Mindset spielt, das ist ja falsch rum. Also, ich meine, das weiß ja genau, was ist dadurch. Ich habe das Spiel am Ende einmal kurz einfach so ein bisschen machen lassen, in der Hoffnung, dass das schon irgendwie passt, was das Spiel da macht, und das hat ja gepasst. Dementsprechend alles gut, was ist das hier?
gehen wir einfach weiter, mal gucken, was passiert. Wow, das ist, wieder falsch gemacht hier. Das sind ja die Level nicht, dass man das hier so. Was mache ich jetzt? Ich komme nicht mehr zurück. Schade, das ist nicht gut. Also sorry, das finde ich ist nicht. Ich sag mal, ich finde das kein gutes Level Design. Bin ich ehrlich. Jetzt habe ich verkackt. Ja, jetzt habe ich verkackt, weil wir am Anfang. Da, oh, danke schön, das ist danke für dieses Feedback. Dann kann ich das leiser machen. Optionen. Bisschen leiser noch. So, besser? Ja, stimmt. Nö, nee, muss besser sein. Dankeschön. Kann ich das auf Pause machen, dass ihr einmal in den Groß gucken könnt, wie das da unten sein muss? Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich bin mir nur nicht sicher. War das so? Oh. Hä? Ja, willkommen. Ich bin manchmal ein bisschen verpeilt. Ich dachte irgendwie, das wäre so Gesamtmusik. Oh, danke schön. Jetzt ist besser, das freut mich, dankeschön. Was mache ich hier? Boah, ich finde, das ist ein Level, wo ich persönlich sagen muss, da muss man halt crazy aufpassen. Das... Weiter. So sein. Ja, und jetzt kann ich wieder nichts mehr machen. Das ist doch doof. Von einem
Okay, ich habe das irgendwie abgeschlossen und sogar mit Silber. So richtig klar, wie ich das gemacht habe, ist mir nicht, aber ich nehme es auf jeden Fall.